Na, ich brauche jetzt willst ein Hexenhaus sehen. Gibt's doch nicht. Deswegen rennt der Typ die ganze Zeit da rum. Ich will nichts mehr sehen. Ja, ich will jetzt auch eins. Mö, Ich renne jetzt halt durch den verkackten Sumpf, ey, hier ist nichts. mö, Nur voll viele dreckige Schweine. mö, Oh, mi, 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 mi. Guck mal, da ist ein Stück Fleisch hochgekommen durch die Röhren. Okay. Aber der Sumpf, der ist echt episch groß, ey. Episch groß. Guck mal, der will uns nur anlocken. Merkst du, Sebastian? Der Sumpf Ja, ist episch groß. Das ist der der ist auch epische groß, Höhle. der ist auch groß, aber. Guck mal, Der ist auch Freundin, ich groß, habe einen ne, riesigen Penis. aber nicht sehr potent, was Hexen angeht. Wie der Penis. Nee. Ja, was Hexen angeht schon. Also ich finde, die Hexen, die sind ja total überflüssig, ne? Die sind richtig dumm. Die werfen die ganze Zeit so Fläschchen, aber du kriegst gar keinen Damage von denen. Ne? Was klackst Ne. du da, Junge? Sorry. Beim Feuerzeug. Krass. Ja, Ah. bald hat der Ted ja auch ein neues Mikro. Dann müsste der Rest nicht mehr so stark zu hören sein. Oh ja. Man hofft es zumindest. In den nächsten paar Tagen müsste das Mischpult ankommen. Sehr gut. Also Also wir es ist arbeiten schon an dem da, wenn die Equip. Folge rauskommt. Also wie man jetzt sehen kann, der Ted benutzt das Geld nicht nur, um im Puff zu gehen davon, sondern er investiert es auch. Nee, ich muss ja nicht in Puff gehen, zum Glück. Also ich bin ja immer noch kein Fan von Großmembranern. Ich finde das immer noch überflüssig. Nein, das ist geil. Kannst auch mal eine Oper singen, wenn du Bock hast. Also kann man für irgendwelche Vlogs oder so nehmen, aber nicht zum Let's Playen. Voll schwachsinnig. Ja klar. Ja, aber siehst du doch, guck mal, der Ted, okay, der hat ein anderes Mikro im Oh. Moment, ne? Hast du das Ja, ich. gerade gehört? Ne. Ne. Ich hab voll gefurzt. Bah. Ja, geil. Wie lange habe ich das G35 jetzt? Knapp 2 Jahre oder so oder anderthalb? Ich bin damit voll zufrieden. Habe ich auch, ich habe sogar zwei. Nee. Haben wir irgendwo Slime Balls? Ja, so zwei, Ah, drei hier. Stück. Ja, hui. Da hört man mal, wie viel der Ted raucht. Nee, das ist nur die scheiß Kippe geht die ganze Zeit aus. Und Wir dabei müssen lacht mal er, wenn er zu, das ne? sagt. Komisch. Dabei lacht er? Der lacht doch gar nicht dabei. Ja doch, habe ich gehört, dass du gelacht hast dabei. Nee. Oh ja. Oh, ich glaube, es regnet. Nee, doch nicht. Na, Wäre Heiko sein Mikro an, hätte ich gesagt, wäre Heiko sein Rechner. es regnet. Ah ja, nicht mehr, okay. Ah, nice. Very nice. Hui. Ich habe ein Hexenhaus. Aber nicht. Doch, biporte dich mal. Der sagt jetzt extra. Nein, habe ich ehrlich. Also da ist zumindest ein Haus im Sumpf. Das muss es sein, weil ich habe es nicht gebaut. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das von was anderem ist. Boah, hier sind noch voll viele Viecher gerade. Aber schau nicht die Richtung. Hier hinter dir. Slimes, Hilfe! Die braucht man doch, ne? Kommt mir jetzt, mein Gott, hackt euch doch nicht so in Stücke, ey. Das ist voll ätzend. Warum? Weil es so viele kleine Bastarde sind. Ich kloppe auf einem riesengroßen Teil rum. Aha. Ja, ich Okay. weiß. Hier, komm mal mit. Tata, vorne. Das hier. Da muss da eins sein, oder? Ja, hätte ich getippt. So, wo ist die dreckige Hexe? Und hier soll die jetzt spawnen? Aber nur Mitternacht, also eine Scheiße bestimmt wieder, ne? Könnte eins sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier kann man eine richtig ergiebige Falle machen. Bräuchte man nur 16 Stunden. Was? Um die zu bauen. Mein Gott. Weil da müsste man das ganze Biom ein Feld nach unten setzen und alles mit Wasser fluten, damit hier keine anderen Mobs spawnen. Ja. Damit nur noch Hexen spawnen. Krass. In dem Haus, oder was? Genau. Und dann Ja, lass machst du da machen. halt eine Falle raus. Ja, lass machen. Ja, was ist denn hier mal mit einer Hexe? Zwei oder Go, drei? Hexe, go, go. Zwei oder drei, mal gucken. Komm, und da kamst du da rein, da war doch ein Aufgang von mir. Ach so, ja, ich hab mir einen gemacht. Warte, ich mach mal Sonne. Also Hexen bringe ich jetzt irgendwie nicht Oh, so mit Sonne in sorry. Verbindung. Oh, sorry, ja, ey. Ich hab mich verklickt. Weißt du, oh, sorry. Oh, sorry!
Lauf mal ein Stück nach rechts. Aber ab. Ein Stück nach hinten noch? Hinten? Nee. Da fast auf dem Feld, aber da ist dann dieses Cleanstone-Block-Feld. Nein! Ach Mann, oh! Hau ab! Aber wo ist denn jetzt die Sonne hin? Ah, wo ist denn jetzt die Hexe, Junge? Hau ab, du Slime, ey! Das ist bestimmt, weil hier so viele Mobs sind, deswegen kann die Hexe nicht spawnen. Meinst du? Sollen wir ein bisschen ausleuchten hier? Ach stimmt, das würde auch gehen, ne? Damit hier nicht so viele Mobs spawnen. Ja, eigentlich ja, ne? Warum ist er denn da drauf nicht gekommen? Krass. Oh. Und ich meine, man könnte ja auch so alles mit Wasser überziehen, ne? Ne. Wieso? Das muss ein Tief sein. Ach, da darf keine Strömung drin sein, oder was? Ne, ist glaube ich egal. Ich glaube, die können sowieso nicht spawnen dann. Guck mal, wie viele Monster hier sind. Ja. Aber irgendwie gebe ich Sun ein und passiert gar nichts. Komisch. Wow. War da ein Creeper? Ja. Slash Day, Peter. Ach ja, sorry. Ach, Sun war ja für Regen, ne? Ja. Ach, wie blöd du bist, ey. Gut, dass wir einen dabei haben, der sie auskennt. Komm jetzt raus da, du Hexenschwein, du. Na, Zombie! Level 35. Aha. Hahaha. Bam. Oh. Schon wieder gestorben. Heiko, bist du hingefallen? Wolltest du die Kühe noch töten hier dort, alles? Das ist bestimmt noch ein Fake-Haus. Das hast du da hingebaut. Nein. Das ist so ein Scheißloch im Tetzkeller, ja, wo man reinfällt. Toll. Das ist die Prakti-Falle gewesen. Und er ist reingelaufen. Wann kommt die denn? Ja, ist die Fläche. Das wäre jetzt geil, so da drunter in dem Hohlraum gespawnt. So, ma. Komm, wir nehmen mal ein bisschen Abstand und gehen da wieder hin. Meinst du, das bringt nicht? Vielleicht waren wir zu nah dran, schon mal drüber nachgedacht. Ja, voll nah so. Hexe! Komm, ich rufe dich. Komm, du Schlampe, du. Du Zauberbitch. Komm raus, ist Waschtag. Was ist denn jetzt hier da? Komm. Gibt's muss sie da rausholen. Hast du mal einen Feuerstein dabei? Ich zünd dir die Hütte an. Mal gucken, ob sie dann rauskommt. Komm raus. Muss die Hütte innehalten bleiben? Was guckst du so? Ey, oder spawnen die ja nicht mehr, wenn du die kaputt schlägst? Das weiß ich gar nicht. Aber anscheinend hast du ein Fake-Haus gefunden. Ja, toll. Okay, dann suche ich mal weiter. Ich dachte, da wäre ein episches Superhaus, ey. Da ist ja nur so ein Kack. Achte mal auf die Koordinate. Boah. Ja. Wie groß willst du die Map denn machen? Ja, ich bin ja nur mal hier ein bisschen rumgehüpft. Ja, ich wollte ja nur ein Hexenhaus finden und das habe ich getan, ja? Ja, aber toll, warum hast du nicht gesagt, du willst mal eine Hexe finden? Ja, stimmt. Okay, ich werde mich jetzt zurückporten. Du wirst dich jetzt zurückporten? Nach 19. Das gibt's ja wohl nicht. Okay, ich gehe wieder hoch. Oh Mann, mein Inventar ist wieder voll. Das ist jetzt aber traurig. Das Peters Inventar ist voll. So, ich baue mal was Schönes. Hui. Alter, hab ich Hunger. Oh, Essen. Oh. Was ist? Nix. Ich laufe gerade mal rum und töte die ganzen Hühner. Ja, sehr gut. Er düngt die mal aus hier, ey. Und ich bin gerade zu Hause und werde jetzt mal ganz kurz die Kühe füttern. Krass. Damit da wieder ordentlich die Action abgeht im Stall. Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Ja, so. Ah, ich kann das auch. Hui.
Vor allem, ich lauf rum, töt Hühner, find Eier, werf die Eier rum, kommen neue Hühner. Ich glaube, das, was ich jetzt baue, wird, wenn 1.5 rauskommt, nicht mehr funktionieren, sagen die alle. Meinst was denn? Aber ich baue da trotzdem mal. Was denn nochmal? Eine Tür. Ah, okay. Ja, mit 1.5 wird richtig heftig. Vor allem die Buff-Altare da, diese Beacon-Teile. Die haben dann eine Reichweite von über 100 Feldern. Ja, wurde mal Zeit, ey. Boah. Aber ich glaube, da musst du dann so eine Redstone-Verstärkung dran machen, so wie ich das verstanden habe. Das ist richtig crank. Mega crank. Ich würde ja gerne mal wissen, wo die Eier die ganze Zeit hingehen. Wer die wo sammelt. Megatron. Aber wo ich gar keinen Bock drauf habe, sind diese Trichter. Ja, ich doch, ich hab geil auf Trichter. Aha, der Heiko sammelt die sind cool. Die Eier. Warum sind die überflüssig? Das musst du jetzt mal erklären. Also ich finde jetzt so für Lagersystem ist das überflüssig. So, damit hier jetzt irgendwie für so einen Alchemieraum ist das ganz geil. Wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst den und den Trank haben, drückst du auf Knopf und dann wird der gemacht. So, das ist ganz gut, aber jetzt so um Lager zu sortieren, finde ich das voll schwachsinnig irgendwie. Ne, finde ich gut. Und vor allen Dingen, du kannst ja auch jetzt, sag ich mal, da, wo die Eier sind. Ey, hier ist eine Hexe im Haus, Alter, was ist jetzt los? Und ich krieg Damage, okay, dann wurde das gefixt. Wie, das Hexe im Haus? Ja, hier ist eine Hexe bei euch. Wie gut ist das denn? Hallo? Die hat doch der Ted gespawnt, oder? Und hier ist ein Creeper. Ne, was, wo? Ne. Wo ist, wo soll denn sein? Mama! Wo denn? Ah! Wo ist er denn? Ja, hier oben. Wo ist das nochmal? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche. Oh. Ja, genau da. Ich bin das Zimmer. Wie kann das denn sein? Hat er mein Zimmer? Ich bin fast tot. Zimmer ist voll die Hexe, ey. Okay, oh, wo ich das letzte Mal bei der war, hat die mich, Wir haben sie geschlachtet. Oh! Kein Damage gemacht. Aber jetzt, okay. Dann ist das seit der 147 so. Hab ich die provoziert oder was? Weiß ich nicht. Arbeitsamt. Du hast dein Haus abgelästert. Alter, wie kann. Warum war die auf einmal hier drinne? Oh, halbes Herz. Ja, hatte ich gerade auch. Das Gift von der ist richtig krank. Ja, ihr könnt das alle nicht. Bei mir hat die sich hingebückt. Na. Die hat gesagt, Gebieter, Debieter. Haut mich nicht. Sitz, Hunde! Wo sind die denn, die Scheißhunde da? Ey, der Sips hat unser Homesweet Penisschild abgerissen, Pilla. Warum das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Versteh ich nicht. Der hat voll einen Anfall gekriegt, irgendwie. Ist auch vollkommen ausgerastet, hat darauf eingeprügelt. Voll der Wahnsinnige so, ne? Hättest du mal sehen müssen, ey. Also ich bin noch schockiert, also. Homesweet Eichel hat der da hingeschrieben. Und ein Herz, ja? Das darfst du nicht vergessen. Das ist. Ja. Sind wir alle schockiert? Es verwirrt mich. Oh, ich hab oben immer noch nicht das Schild geändert, wo ich Etage 98 dran geschrieben habe. Dann weißt du, wie lange das schon da ist. Keine, das ist locker schon seit 2 Monaten. So, eigentlich wollten wir heute was bauen. Für die Spiele, ne? Ja. Hatten wir doch mal so angedacht, glaube ich, ne? Ja, und was hast du bis jetzt gebaut? Ja, also ich nix. Ich muss ja nix bauen. Das war falsch. Ich bin nicht dran diesmal. Nicht? Nee, heute nicht. Heute nicht, denn... Ich meine, da wäre der Sips mal wieder dran. Mit bauen, meinst du? Genau, ja, genau. Mhm. Und die Wolle mit der Schere ab, warum? Weil die Tiere dann nicht sterben. Nee, hier Wolle, die schon gesetzt ist. Geht schneller. Ja, geht schneller. Ja klar, guck mal, was für ein Noob das ist, ey. Echt, ey. Kannst du das nicht mit irgendwas anderem abbauen? Mit einer Hacke oder so? Mit deiner Fresse? Ne, Schere ist am schnellsten.